Am wildschäumenden Red River, zwischen den Felsen von Cimarron, spielt sich der tragische Kampf zwischen weißen Siedlern und den Sioux-Indianern ab. Ein Mann steht zwischen zwei Feuern. Kirk Douglas. Eine zauberhafte Landschaft, die Täler und Höhen von Oregon. Ein neues, eigenwilliges Gesicht von höchster Ausdruckskraft, eine zauberhafte Frau, Elsa Martinelli. Ein Mann, der die härtesten und schwersten Kämpfe besteht. Und dem die größte und tiefste Liebe seines Lebens begegnet. Sie haben Ihren Posten mitten im Indianergebiet verlassen. Warum? Wegen einer Frau. Eine Indianerin natürlich. Auf der einen Seite die Stimme der Liebe, die ihn zu der Indianerin und ihrem Stamm zieht. Auf der anderen Seite die Stimme des Blutes und sein Verantwortungsgefühl für die weißen Siedler. Oh, Nati, du musst mir helfen. Dein Vater greift morgen früh das Fort an. Muss gehen. Dieses Blutbad muss verhindert werden. Es gibt für alle im Fort eine Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Wir müssen Rote Wolke die Mörder seines Bruders ausliefern. Wenn einer von uns den Kampf überlebt, dann werden Sie sich für dieses Blutbad verantworten müssen. Er hat die Frauen und die Kinder den Indianern ausgeliefert. Kirk Douglas, der Mann zwischen zwei Feuern. Elsa Martinelli, die Frau zwischen Pflicht und Liebe. In weiteren Rollen Walter Matthau, Diana Douglas, Walter Abel. Ein Film einzigartig in der Gestaltung und einzigartig in der Darstellung.